Das Verlagshaus in Aalen. Hier und in den Redaktionsräumen in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen entstehen täglich die Ausgaben der Schwäbischen Post und der Gmünder Tagespost. Wichtigster Termin im Redaktionsalltag ist die erste Stehkonferenz um 9.30 Uhr. Hier werden die Themen des Tages besprochen. Die Redakteure melden ihre Geschichten bei Jürgen Steck an. Er ist heute CVD, der Chef vom Dienst, der die Reportereinsätze koordiniert. Ich mache was zu den Mountainbike-Strecken, also zu den Radfahrstrecken rauf aufs Hersfeld. Also heute Nachmittag gehe ich zum Technischen Ausschuss. Da steht die Stuttgarter Straße auf dem Programm. Und da geht es wieder um den Rückbau der Stuttgarter Straße. Und da wird es eine heiße Diskussion geben im Gemeinderat. Ich schlage vor, dass wir dazu einen Pro- und Kontra-Kommentar machen. Jürgen Steck notiert, was morgen von wem geschrieben und auf welcher Seite erscheinen soll. Beileibe nicht die einzige Aufgabe des wöchentlich wechselnden CVDs. CVD kümmert sich darum, dass wir unsere verschiedenen Medienkanäle bespielen, koordiniert die Reportereinsätze, schaut, dass Fotografen unterwegs sind und dass am Abend genau so viel passiert ist, dass die Zeitung voll wird. Derweil richtet Fotograf Oliver Giers seine Kameras. Er ist das Auge der Redaktion. Ja, ich mache am Tag so zwischen 5 und 10 Terminen. Und das sind dann ca. 200 bis 300 Aufnahmen, sowohl fürs Internet als auch für die Zeitung. Anne Biek-Schrey ist das Gedächtnis der Redaktion. Sie verwahrt alle Artikel im Archiv. Hier haben wir alle Zeitungen in Monatsbänden. Das geht zurück bis zum Jahr 1948, das ist jetzt von 1986. Man sieht schön, wie die Zeitung sich verändert hat, im Inhalt und im Layout. Die alten Bilder in ihren Regalen sind eine wahre Fundgrube. Hier werden Erinnerungen wach. Christian Anders. Inzwischen ist Redakteurin Ulrike Wilpert auf dem Weg ins Rathaus. Hier findet gleich die Sitzung des Technischen Ausschusses statt. Vorab holt sie sich bei der Stadtpressesprecherin Karin Heisch letzte Informationen. Wir hätten gern noch ein paar Unterlage, Pläne, grafische Darstellungen, wie sich denn das die Stadtverwaltung vorstellt. Ja, am besten der Plan, der auch an der Sitzungsvorlage hinten dran hängt. Ich stelle euch das nachher gleich auf die Tauschplatte, da könnt ihr das downloaden. Zurück in der Redaktion beginnt Ulrike Wilpert, ihren Artikel ins Redaktionssystem einzugeben. Sie schreibt direkt in den Computer, auf dem die späteren Seiten simuliert werden. Während die beiden CVDs Jürgen Steck und Bea Wiese sich ums Tagesgeschäft kümmern, gibt Chefredakteur Lars Reckermann die generelle Richtung vor. Wir von der Gmünder Tagespost und von der Schwäbischen Post bauen im Monat 500 lokale Seiten. Und diese Nähe zu dieser Region, zum Ostalbkreis, das ist die große Stärke unserer beiden Zeitungstitel. Und das wird auch von außen honoriert. So haben die beiden Zeitungen aus dem Ostalbkreis in den letzten Jahren den Leserbindungspreis in Gold, den ersten Platz beim Jungen Leserpreis des Weltzeitungsverbandes und jüngst den European Newspaper Award für ihre Berichterstattung erhalten. Der Redaktionsbeamer zeigt die Leserzugriffe auf Artikel im Internet und auf Facebook. Wir nutzen unsere digitalen Kanäle, Schwepo, Online, Facebook, Twitter, WhatsApp, um aktuelle Nachrichten aus dem Ostalbkreis so schnell wie möglich fast rund um die Uhr zu verbreiten und auch mit unseren Lesern in Kontakt zu treten. Uns erreichen mittlerweile viele Hinweise über Leser, über WhatsApp, Facebook, per Nachrichtenfunktion und daraus entwickeln sich dann auch viele Geschichten. Um 17 Uhr werden die fast fertigen Seiten der morgigen Ausgabe auf die große Leinwand projiziert. Jetzt findet der Feinschliff statt. Welche Überschrift bringt das Thema am besten auf den Punkt und welches Bild kommt ins Blatt? Wir haben uns für das Bild entschieden, weil man da relativ viel Fläche sieht von der Stuttgarter Straße. Und es geht halt darum, die zurückzubauen und Faltraum zu schaffen. Noch während wir in der Endfertigung für das Printprodukt sind, stellen wir schon die wichtigsten Sachen online, um unsere Leser stets aktuell zu informieren. Und so entsteht Ihre Frühstückslektüre. Auf Papier, im Web und als App.